Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Scania Truck Driving Simulator. Ich möchte euch alle da vor euren Empfangsgeräten willkommen heißen und begrüßen. Und nein, ich habe gerade erst angefangen. Und ihr seht schon, wir werden einfach willkürlich ausgesetzt, jetzt hier mitten auf einer Straße in der Unterführung. Wir waren ja an der einen Baustelle gewesen, wo ich eigentlich den Auflieger mitnehmen wollte, aber man lässt uns nicht. Also egal, komm. Fahren wir jetzt hier weiter. Heute ist Samstag, der 30. Ja, mir bleibt mir da nicht übrig. Und wie gesagt, ich verstoße wieder gegen das Tempolimit. Ist mir jetzt egal. Weil hier werden wir eh nichts abgezogen bekommen. Zumindest nicht in der freien Fahrt hier. Ja, warte mal. Guck mal, hier scheint die Sonne auch durch. Was? Das habe ich ja beim Scania Driving Simulator noch nie so gesehen. Ey, geil. So wie beim ATS. Und beim... Ist es schon grün? Aber ist mir jetzt egal. Komm, ich fahre jetzt einfach. So, wir fahren jetzt hier und nehmen den grünen mit. Das ist echt genial, hör mal. Jetzt mit der Grafikkarte hier, du. Habe ich alles so viel verpasst? Wow. Joi, ehrlich. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, okay. Wie gesagt, heute ist der 30. Also die Folge kommt wieder just in time auf den Kanal. Wow, ist der durchgebrettert und hat... Also gesehen ja... Moment mal, Fahrt ginge falsch. Ich weiß, dass ich falsch abgebogen bin, Herr Brandmeister. Ja, gegen das Tempolimit habe ich auch verstoßen. Ich weiß, ich bin jetzt gerade bei Rick'n'Roll immer noch. Obwohl ich Rick'n'Roll jetzt schon seit zwei Wochen, anderthalb Wochen nicht mehr gespielt habe. Falls ihr den Brüllwürfeln hören solltet, das ist hier der zweite Rechner. Ach komm, Unfall. Eigentlich fahre ich ja nicht so, aber... Das ist freies Fahren. Hier hast du auch kein Schadensmodell wie beim ETS und ATS und wie bei Rick'n'Roll. Also, nee, also nicht im Real Life nachmachen. Nicht im Real Life. Ja. Ach, hier sind wir da auch schon tausendmal lang gefahren, ne? Jetzt müssten wir eigentlich theoretisch zur Haltestelle, sag ich schon. Zur Baustelle kommen, wo wir eigentlich im letzten Part gewesen sind. Hoffe ich doch mal. Ja, genau, okay. So, wie gesagt, das Ding hat uns einfach wieder ausgesetzt. Hier waren wir letztens stehen geblieben. Jetzt haben wir 3 Minuten gebraucht, um da hinzukommen. Wo kommt die Bremsspur her? Ja, genau, da ist er. Geh. G8 Umbau. Alter, du hast doch gesehen, was ich vorhabe. Ey, die fahren hier genauso bekloppt wie im... ATS und ETS 2, meine Fresse, nee. Junge, ich verteile gleich Fleischwunden, aber echt jetzt? Und zwar mitten in deine fiese Fresse. Traktorstrahl? Jawohl. Wohin traktatieren wir uns denn eigentlich? Das wäre auch nicht. So, was wollte ich sagen wollte? Der Brüllwürfel, den ihr hört, so, das ist der... Medion-Rechner. Den habe ich wieder mit Windows 7 bestückt. Da habe ich ja das letzte halbe Jahr Windows 10 drauf gehabt und ja. Ich sage, da lief ja eigentlich noch weniger als auf Windows 8.1, so alte Spiele technisch. Ja, ignoriert jetzt das Verstoß gegen Tempolimit. Und deswegen, das war interessant, was da lief, was da nicht lief. Also auf jeden Fall Windows, ach Windows sag ich schon, Battlefield 1942 lief allerdings, nachdem ich es gecrackt habe, das ist unglaublich, das Originalspiel muss es cracken, dann lief es auf Windows 10, da habe ich ja die Testaufnahme gezeigt hier, Battlefield 1942 und Airwolf, da dieses 7-Minuten-Video, wo ich ein bisschen rumgeflogen bin.
Das war eine Multiplayer-Aufnahme. Da habe ich hier mit dem 8.1er bin ich geflogen. Hier auf dem 8.1er habe ich ja das Ding installiert gehabt. Und auf Windows 10 auf dem zweiten Rechner habe ich dann Frames mitlaufen lassen. Aus der Beifahrerperspektive hätte ich fast gesagt. Also das ging, aber dafür liefen unter Windows 10 einige andere Programme nicht. Und wenn sie liefen, dann leider mit fehlerhafter Grafik und... Warum fährt er jetzt nicht? Habe ich mir fast gedacht. Jetzt, wo das Ding rot wird. Okay, hat er nicht gezählt, das ist gut. Ja, da habe ich mir gedacht, weißt du was, komm. Auf dem Rechner, der ist mit Windows 7 damals geliefert worden. Damals ist gut, den habe ich vor ein Jahr gekriegt. Vom Bekannten. Habe ich gedacht, komm, weißt du was, da der hier direkt hier neben steht und der noch und der genug Power hat für andere Let's Plays, auch ältere. Zumindest bessere Power als die anderen beiden Rechnern, die ich davor hatte. Habe ich gedacht, weißt du was, komm. Haust da wieder Windows 7 drauf und dann macht's die düng, die düng, die düng, die düng, die düng. Und es gibt verstoßen das Tempolimit, das wollte mir gerade meinen Lumina sagen. Apropos Lumina, also das war ja auch grausam. Hab ja letztes Wochenende Windows 10 auf beiden Lumina-Handys gekriegt. Oh, auch das war grausam. Diverse Apps funktionierten nicht mehr richtig. Ein Handy machte dauernd Neustarts. Und das andere Handy... War lustig beim Telefonieren bei WhatsApps. Da habe ich WhatsApps erst Stunden später gekriegt. Und telefonieren ist es mir nie angezeigt worden, wenn mich einer angerufen hat und ich den Anruf verpasst hatte. Das ist mir erst angezeigt worden, wenn ich echt auf die Telefon-App geklickt habe. Dann stand plötzlich, hey, vor ein paar Stunden hatte ich jemand angerufen. War lustig. So, und jetzt habe ich auf beiden wieder Windows 8.1 drauf, Windows 8.1 Phone und ey, da oben läuft ja einer. Sogar drei, wow. Und jetzt geht die Luzi wieder. Aha, da ist Scania, wahrscheinlich das Hauptgebäude. Verstoß gegen das Tempolimit, verstehe ich gar nicht, warum. Und das Einzige, wo in dem Haus, also wo bei mir jetzt hier noch Windows 10 rumparkt, ist auf dem ehemaligen Rendersklaven, den ich 2014 auf dem Sperrmüll gefunden habe, das Motherboard. Der ist ja eh so der Testrechner, wo auch hier noch überall Windows 7 drauf war, habe ich da zum Testen Windows 8.1 laufen gehabt. Und der bleibt jetzt im Moment als einziger Rechner mit Windows 10 am Laufen. Weil einen Windows 10 Rechner muss ich haben. Weil meine Schwester und diverse Bekannte haben Windows 10 auf ihren neuen Rechnern. Deswegen, wenn es da ein Problem gibt, dass ich dann auch weiß, wo ich gucken muss. Sonst muss ich mal sagen, nee, habe ich nicht. Kann ich nicht, tue ich nicht. Ja, und... Aber Moment mal, hier waren wir doch auch schon mal gewesen. Hier waren wir doch auch schon mal. Hier haben wir doch hier auch... Ja klar, hier haben wir doch auch die Scania-Köpfe gesucht. Jetzt erinnere ich mich wieder. Da ist Service. Ja, doch. Ich hoffe, wir stehen richtig. Nein, wir stehen nicht richtig. Wir sind verkehrt rumgefahren. Okay. Mit was? Du kannst auch Q drücken? Ist nicht wahr. Es geht auch. Habe ich gerade aus den Augenwinkeln gesehen. Q. Auftrag erledigt. Das hätten wir auch letzte Woche machen können. Nee, ne? Oh, wisst ihr noch die letzte Folge? Wo ich den Auflieger da reingeprügelt habe mit den Zugmaschinen. Oh Gott. Oh Mann, ich erinnere mich. Nein. Peinlich die Folge, peinlich. Wer hub da? Das war wahrscheinlich draußen gewesen. Da draußen ist auch heute ein Wetter. Boah, es regnet. Da gerade mal nicht so, aber... Joi. Apropos Joi.
Eigentlich wäre ich ja jetzt auf dem Geburtstag. Und ich habe mich die ganze Zeit überlegt, jetzt hier, wo ich hier bin, morgen ist ja der 1. Mai, ob ich vielleicht spontanerweise gegen das Tempolimit verstoßen sollte. Nee, ob ich vielleicht spontanerweise einen Livestream machen soll. So ab 9, aber ich habe mich dann jetzt doch so innerlich dagegen entschieden. Weil ich doch dann hier doch ein paar Folgen noch vom ETS und ATS hier rendern möchte. Und hier noch ein bisschen hier den Schreibtisch hier in Ordnung bringen muss. Hier sieht's wieder aus, du. Die einzigen Stellen, die frei sind, hier, wo die Tastatur steht, wo die Maus ist. Nee, deswegen. Also mich kribbelt's in den Fingern, weil dann hätte ich dann jetzt was Retro-technisch heute gemacht, hätte ich's gemacht. Dann hätte ich nämlich im Livestream dann die C64er Diskettenbox weiter durchgeguckt. Jetzt habe ich einen Schluck auf. Na klar, ist normal, wenn ich hier aufnehme. Ja, guck mal, wie viel Gas der Audi jetzt gibt, du. Und jetzt kriege ich gleich die Meldung, hey, sie fahren zu schnell. Eben mitgucken. Warte mal, ich muss aber hier abbiegen, weil ich wollte eigentlich gucken, ob da irgendwo ein Scania parkt. Das vergesse ich eigentlich heute die ganze Zeit. Ihr wisst schon, die Löwenköpfchen. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Das ist ein Scania. Kopple an, kopple ab, kopple weg. Ablabeck. Aber da entsteht was. Ich sehe schon blinken. Ist hier irgendwo. Muss man meine Drohne hier kreisen lassen. Ist hier irgendwo ein Scania-Köpfchen versteckt? Nee, ne? Vielleicht da hinten? Wow, ich sehe gerade nichts, aber wo ja nichts ist, kann ja noch was kommen. Da ist nichts. Hier sehe ich gerade auch nichts. Da kommt ein paar mal rein. Machen wir die Mission hier noch. Ah, den müssen wir mitnehmen, okay. Unfall! Hey, wo denn? Was habe ich denn gerammt? Hör mal, eine kleine. Wahrscheinlich eine Mücke, die verklagt mich jetzt, du. Weil ich hier den Flügel verstaucht habe oder sowas. Zentrum Dordingway, 10 Punkte. Traktorstrahler, yeah. So, Traktorstrahl ist abgekoppelt. Warte mal. Da müssen wir jetzt nach links und dann wieder rechts, dann waren wir schon da. Dann sind wir schon da. Achso, kann es sein, dass dieser rote Punkt, den wir letztens hatten, dass der einfach nur gesagt hat, das ist eine schwierige Mission. Der ist schwierig einzuparken. Aber wie gesagt, ich werde jetzt hier nicht richtig einparken. Das soll ja hier nur wirklich hier unsere Entspannungsaufnahme hier werden. Der Scania Driving Simulator. Erstmal die freie Fahrt und dann später die anderen Sachen. Hier wie Führerschein und so, das wird uns dann schon ein bisschen fordern. Lasst mich über die Ampel fahren, bitte sehr. Wann fängt dann zu moppern? Ich will nur testen, wann das hier anfängt zu sagen, hey, du bist bei Rotlicht überfahren, Rotlicht drüber gefahren. Gar nicht, weil die Ampel vorher auf grün gesprungen ist. Also kannst du auch drohen. Das erinnert mich an einem Erlebnis, was ich in Essen hatte. Das war irgendwie auch nachts gewesen. Wo war das? In Hutrop müsste das gewesen sein. Essen-Hutrop. Da auch, ich fahre da. Ampel rot. Ich stehe und daneben mir plötzlich kommt ein Belgier angefahren.
Der fährt dann so wie ich immer so ein bisschen weiter vor bei Routenampel und dann war über den Strich gewesen. Und dann ist er plötzlich, als er über diesen Haltestrich gefahren ist, hat er plötzlich Gas gegeben, obwohl die Ampel rot war und ist dann zur nächsten Ampel vorgeprescht. Und jetzt kommt das Beste, er steht dann immer noch an der nächsten Ampel, ich hinterher. Warum soll ich jetzt den Auflieger abkoppeln? Bisschen nackig? Steht da oben. Drücke T, um den Auflieger abzukoppeln. Okay, mache ich. Aber dann muss ich wieder ankoppeln. Also okay, weiter bei dem Belgier. Dann geht das weiter. Nächste Ampel. Selbes Spielchen. Ich stehe da wieder und er wieder so. Fährt ein Stück vor. Und dann plötzlich, als er über den Strich gefahren ist, die Haltelinie. Ampel war noch rot. Gibt er Gas. Miau. Und das hat sich dann noch weitere 2 Ampeln so ertragen, also insgesamt 4 Ampeln waren das gewesen, wo ich mir dachte, what the fuck? Ich weiß nicht, ob das in Belgien so Standard ist. Da ist er, okay, ich hab's gesehen, aber warte, weißt du, was ich machen möchte? Zack. Hab keine Lust. Ich hab den hier gesehen. Hey, 20 von 75. Bin mal gespannt, wo die alle versteckt sind. Und so lange machen wir. Ich glaube, wir machen das Spiel jetzt hier so lange, bis wir entweder alle Auflieger spazieren gefahren sind oder bis wir alle Löwenköpfe gefunden haben. Mal gucken. Je nachdem, was zuerst eintrifft. Vielleicht machen wir beides. Aber wir wagen uns auf jeden Fall auch an die... Hä? Moment. Was? Siehst du das hier? Das ist eine Baustelle. Aber wie soll ich da an den Löwenkopf rankommen? Hä? Komm zu mir. Komm zu mir, Baby. Okay, wir müssen da was gucken. Den halten wir uns mal im Auge. Welches Tempolimit? Wenn das geht, fahre ich jetzt rechts rum. Aber nur, wenn das geht. Alles so kleine Parcours-Einlagen hier, ne? Und was steht bei dir drauf? Matt oder Volvo? Da steht gar nichts drauf. Bin jetzt gerade ein bisschen still. Weil ich auch das Ganze versuchen möchte, ohne irgendwo anzudötschen. Da ist er, der Scania-Kopf. Hey, komm zu Papi. Ja, 21. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückfahren. Da wir keinen Auflieger haben, machen wir halt Ast rein. Dauert natürlich noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, das fängt gleich wieder an zu regnen. Irgendwie lässt die Sonne stark nach. Kann aber auch sein, dass eine Wolke genau über die Sonne hängt. Über der Sonne. Ich glaube, wir würden Staub auf, kann das sein? Jups. Sieht das nur so aus, oder fliegt das Rad von dem Radlader? Jo, da scheint ein Rad zu fliegen. Sagt mir keiner was, dass ich nicht Warnblinker angemacht habe. So. Hui. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen,
Moment, wir fahren noch eben hier kurz rein, gucken und dann beenden wir für heute die Aufnahme. Heute mal was kurz und knackiges. Ich kann mir nicht helfen, Leute. Ich habe das Gefühl... Ach, jetzt sogar... Nee, hier haben wir noch nicht abgegrast. Hier ist die Scania-Niederlassung, so wie es aussieht. Hier kannst du den Scania direkt abholen. Wow. Oder zur Schrott fahren, je nachdem. Ganz schön lange der eine Rechner. Gestern hat er das Problem gehabt, oder vorgestern, dass etwas länger für eine Folge gebraucht hat zum Rendern, und heute hat der andere das. Da probiere ich heute zum ersten Mal die Warteschlangenfunktion von Adobe Premiere aus. Ich muss hier mal so fahren. Hier sind da wenig Löwenköpfe versteckt, dafür, dass es hier eine Scania-Niederlassung ist. Oder war? Komm, jetzt fall... Ja, nee, ist ein klar Unfall. Immer die Bretter, die werden normalerweise durchgeknackt. Ein Unfall. Will er mich verarschen? Das wird doch hier ein super Versteck für ein Löwenköpfchen gewesen. Ah, nachher sitzt hier einer genau in den Stapel und lacht sich ein und sagt, guck dir mal den doofen Mikey an. Fährt einfach um mich rum. Okay, Motor aus, Klaus. Und dann... So. Schluss für heute. 20 Minuten haben wir gemacht. Heute zum letzten Mal am Samstag. Das nächste Mal... Kommt der Scania, der Truck, Scania Truck Drive Wing Simulator kommt dann freitags im Abendbereich, geplant ist 18 Uhr, aber lasst euch überraschen, wird auf jeden Fall kommen freitags. Dann sage ich mal danke fürs Zugucken, habt noch ein schönes Wochenende. Ich bin raus, ich gehe nach Haus und sage... Selbe Stelle, selbe Welle. Bis dann, euer Mikey. Ciao, ciao.